ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Adventskalender-Unboxing von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute habe ich ein ganz besonderes Adventskalender-Unboxing für euch. Und zwar ist das ein Tauschpaket-Adventskalender. Wie mag man das denn? Ich weiß es nicht. Und zwar seht ihr hinter mir diese wunderschönen, ultra geilen, selbst eingepackten Adventskalender-Päckchen. Und zwar kommen die alle von Nasty's Beauty Zone. Ja, ich verlinke euch auf jeden Fall am Ende auch ihren Kanal und natürlich auch in der Infobox. Und das ist so ein Tauschpaket-Adventskalender. Ich weiß gar nicht, wie ich das definieren soll. Und zwar hatten wir uns vorher geschrieben, dass wir da gewisse Werte reinpacken wollen und auch in welcher Menge wir welchen Wert reinpacken möchten. Und dass wir da alles Mögliche reinmachen können. Wir können da Beauty reinmachen, wir können da Food reinmachen, wir können da Lifestyle, keine Ahnung, Deko, worauf wir so Bock haben. Aber es soll auf jeden Fall ein selbstgestalteter Adventskalender sein. Und dann haben wir das schön verpackt und uns gegenseitig zugeschickt. Und ihr seht den Adventskalender, den sie mir gemacht hat, jetzt hinter mir. Gleich werde ich das alles für euch auspacken. Auf ihrem Kanal findet ihr den Adventskalender, den ich ihr gemacht habe. Es gibt auf jeden Fall am Ende dieses Videos und am Ende von ihrem Video eine Verlosung. Also zwei Verlosungen. Bleibt einfach bis zum Ende dran, dann werde ich euch die ganzen Bedingungen erzählen. Die stehen natürlich auch noch alle in der Infobox. Dann würde ich einfach mal sagen, hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Sie hat zwei verschiedene Arten von Geschenkpapieren verwendet und hier habe ich dieses mega geile Kroko-Style-Optik-Glitzer-Holo-Mega-Mädchen-krass-geil-Geschenkpapier für die Nummer 1. Sie hat mir übrigens noch zwei Sachen mit dabei gepackt. Einmal eine Liste, wo sie alles noch beschrieben hat, beziehungsweise die Kommentare dazu geschrieben hat und eine Tasche von Paul Mitchell, Pink Out Loud. Vielleicht passen da alle Produkte rein. Mal gucken. Finde ich auf jeden Fall echt cool. Dankeschön schon mal dafür vorab. Ja, so. Jetzt mache ich aber die 1 hier auch auf. Nicht so viel quatschen. Machen, Claudi. So, und zu der Nummer 1 hat sie mir geschrieben, die Farbe ist ein Muss zu Weihnachten. Hier habe ich einen Lippenstift von Essence in der Farbe Ultra Last Instant Color Farbe Nummer 13 Undying Blossom. Und die gucken wir uns mal an. Oh ja, das ist definitiv ein Muss zu Weihnachten. So sieht die Farbe aus. Das ist wirklich ein Muss, ne? Gefällt mir richtig gut. Dankeschön, die 1 gefällt wirklich direkt. So, Nummer 2. Hier haben wir wieder dieses geile Holo-Geschenkpapier und es ist etwas runder. So geil eingepackt. Ach cool, eine Marrakesch Whip Körperbutter mit exotischem Duft. Sie hat geschrieben, ich sterbe für den Duft. Bin ich mal gespannt. Oh ja, ich weiß, was sie meint. Oh, es ist geil. Das riecht wirklich, wirklich geil pflegend. Exotischer Duft. Ich finde, das riecht jetzt nicht fruchtig, es riecht einfach reichhaltig und so, als würde meine Haut danach richtig geil gepflegt sein. Also gefällt mir richtig gut, Dankeschön. Richtig praktisch und sinnvoll für Weihnachten oder für die Weihnachtszeit. Hier haben wir die Nummer 3 und das ist von Miss Lynn ein Eye-Mazing Eyeshadow. Nein, es sind 4. Sneaker Fever. Das sind 4 verschiedene Farben. Und zwar haben wir Run Fever, Style Fever, Dance Fever und Sport Fever. Richtig cool. Und sie hat dazu geschrieben, winterliche Farben. Ja, definitiv. Also das sind schöne dunkle Töne. Gefällt mir. Und sogar ein Spiegel ist mit dabei, ne? Das ist süß. Niedlich. Dankeschön. Die Nummer 4. Ich stehe auf dieses Geschenkpapier. Da sind mir gerade ein paar Sternchen rausgefallen. Die hat sie damit reingemacht. Richtig witzig. Süß. So, alle aufgesammelt. Hier sind sie. Und hier ist drin von Teehaus Apfellimette. Fruchtig, spritzig, aromatischer Früchtetee mit Apfel- und Limettengeschmack. Geil. Für mich eher was für den Sommer, würde ich sagen. Wenn ich das jetzt so von der, ne, wenn ich das so höre. Ja, ich glaube, das kann man auch sehr, sehr gut als Eistee nachher trinken. Also, dass du das dann so in eine große Karaffe machst und dann den Tee durchziehen lässt und dann im Sommer trinkst mit Eiswürfeln. Das ist auch richtig geil. Cool. Hm.
Wobei warmer Apfel auch tatsächlich winterlich ist, ne? Ich werde mal ausprobieren, mal gucken. So bratapfelmäßig. Vielleicht mache ich mir da noch ein bisschen Gewürze oder sowas rein. Hier ist die Nummer 5. So, hier war auch Streudeko mit drin. Kann man schön für Instagram-Fotos und sowas nehmen. Ich bin ja noch nicht so bewandert in diesen Instagram-gestylten Fotos und sowas. Werde mich aber demnächst auf jeden Fall mal dran versuchen. Schaut doch gerne mal auf meinem Instagram-Kanal vorbei. Da heiße ich, Instagram-Profil ist es, ne? Genau. Meinem Instagram-Profil vorbei. Da heiße ich AIDUALKP. Ich blende euch das hier auch mal ein. Würde mich freuen. Genau. Auf jeden Fall, in der Nummer 5 waren diese großartigen Hornhautentferner-Socken mit drin. Und sie hat geschrieben, vorbereiten für den Sommer. Oh ja. Ja, sowas teste ich ja ganz gerne. Sowas habe ich auch schon mal mit euch zusammen getestet von Balea. Und ja, dann sind die jetzt mal dran, ne? Ich habe solche tatsächlich auch schon. Ich glaube auch genau die gleichen. Und wenn das genau die gleichen sind, dann werde ich eins davon an euch verlosen. So. Die Nummer 6. Da hat sie geschrieben, die Pflege danach. Und hier sind geil Fußbadekristalle Lovely mit drin. Die habe ich ja noch gar nicht gesehen. Mit Minzöl und Blutorangenextrakt. Oh ja, die riechen auch wirklich minzig. Cool. Also wenn ich dann quasi die Fußmaske genommen habe, kann ich danach diese Fußbadekristalle nehmen. Sehr schön. Fußbadekristalle kann ich auch verwenden. Eine Badewanne habe ich ja nicht, aber ein Fußbad habe ich. Immerhin, oder? Genau, und hier war auch wieder Streudeko drin. Schöne Sternchen. Ich habe da ein extra Pöttchen für, wo ich die alle reinmache. Da bewahre ich alles an Streudeko auf, was ich jemals in meinen Tauschpaketen und so drin hatte. Ist das nicht cool? Ich wollte euch jetzt damit nicht langweilen. Naja, Entschuldigung. Hier ist die Nummer 7 und da hat sie geschrieben, bereit für Silvester Teil 1. Ultra geil. Vibrant Shock Lip Paint. Boah, ist das eine geile Farbe. Ist das eine geile Farbe? Oh, ich liebe sowas. Oh, ist das eine geile Farbe. Ich stöhne hier ein bisschen zu viel, aber das ist ja eine geile Farbe. Muss man dann wahrscheinlich ordentlich verteilen und dann wird die richtig derbe auf den Lippen abgehen und draufbleiben. Und ist die schön? Oh, ich mag sowas. Dankeschön. Mega. Das gefällt mir bislang am besten. Richtig, richtig cool. Das ist meins. Ja, meins. Meins, meins. Hier haben wir die Nummer 8. Das ist etwas größer und dazu hat sie geschrieben, etwas Deko. Eine Lichterkette. Oha. Das finde ich schön. Die finde ich schön. Die ist batteriebetrieben. Vielleicht kommt die tatsächlich sogar ins Büro. Da hast du dann verschiedene kleine Lämpchen mit drin. Also diese Kugeln. Und hier sind so kleinere LEDs. Finde ich schön. Sowas gefällt mir. Das mag ich leiden. Dankeschön. Knistert auch so schön. Die Nummer 9. Und ich muss sagen, es macht mir mega Spaß. Das ist cool. So überhaupt gar nicht zu wissen, was drin sein könnte. Ach, oh, Wahnsinn. Das finde ich super cool. Sollte man öfter machen. Aber leider ist ja nur einmal im Jahr Weihnachten, ne? Und die Adventszeit ist immer so schnell vorbei. Ach so. Sie hat geschrieben zu der Nummer 9, ich liebe sowas. Und das kann ich nur unterschreiben. Style Your Lashes, ein Mascara Brush Set. Finde ich super. Und zwar sind das verschiedene. Curl, Define, Lengthen und Volumize. Das Ding ist, dass ich bei meinen ganzen Mascara-Tests ja auch immer wieder Mascaras dabei hatte, die ich zu klumpig fand oder die nicht das gemacht haben, was sie sollten. Wenn du aber diese Bürstchen verwendest, läuft das. Und richtig praktisch. Style Your Lashes von Essence. Cool. Sehr, sehr cool. Und selbstverständlich war auch wieder Streudeko drin. So kleine Muscheln oder Fächer. Zu der Nummer 10 hat sie geschrieben, deine Haare mögen es hoffentlich. Und da bin ich mal gespannt. Ist so ein kleines Kästchen. Richtig geil, Invisibobbles. Nur halt, ne, von For Your Beauty. Ja, meine Haare lieben die Dinger. Und es ist tatsächlich so, dass ich auch nur noch Invisibobbles oder diese günstigen Invisibobbles habe. Ich habe gar nichts anderes mehr für meine Haare. Die anderen Haargummis habe ich alle aussortiert, weil die einfach so geil sind. Meine Haare, das lässt sich alles so gut lösen. Und vorher, das war damals immer so furchtbar. Meine Haare haben sich immer, weil die ja so lang sind, um diese ganzen Haargummis drum zugewickelt. Und ich habe mir immer so viele Haare dadurch rausgerissen. Und seitdem ich diese Telefonkabel-Haargummis benutze,
Ist traumhaft. Ist wirklich traumhaft. Dankeschön. Mega gut. Ja, wirklich gut. Die Nummer 11 mit der Frage: Trifft es deinen Geschmack? Es ist groß, es ist rund. Es fühlt sich an wie eine Dose. Aus, Feigling! Und es ist eine Typ-Trinken-Schokolade-Chill-Out mit Lavendel. Okay, das muss ich definitiv testen. Also, ich liebe Schokolade. Ich liebe Trinkschokolade. Mit Lavendel muss ich ausprobieren. Das muss ich tatsächlich mal testen. Bin gespannt. Dankeschön. Ich sage jetzt erstmal Dankeschön, auch wenn ich nicht weiß, ob es mir schmeckt. Nein, ich probiere das jetzt einfach mal. Ich finde, den Lavendel schmeckst du gar nicht so raus, ne? Also, ich glaube, ich mag's. Zu der Nummer 12 hat sie geschrieben: Super für zwischendurch. Hier habe ich von Yves Rocher Pure Camille Ultrasoft Facial Cleaning Wipes. Okay. Ich mag nicht so gerne Kamille. Kamille ist immer so für mich eine Assoziation mit Popotüchern. Und das dann im Gesicht. Mal gucken. Mal gucken, wie ich das so finde. Aber Yves Rocher ist eigentlich eine gute Marke und dann werde ich es einfach mal ausprobieren. Ansonsten nehme ich es halt zum Swatches wegmachen. Die Nummer 13. Vielleicht für Silvester Teil 2. Oh wow. Das sind Ohrringe. Wie geil ist das denn? Die finde ich schön. Die finde ich wirklich schön. Wow. Das passt dann auch richtig schön, wenn man die Haare vielleicht hoch macht und dann hast du nach unten hin so lange Ohrringe. Danke, Nasti. Mega. Da kannst du dich nicht viel mit bewegen. Also ich kann damit jetzt nicht headbangen, ne? Wenn ich damit headbange, dann verfangen die sich wahrscheinlich in meinem Gegenüber und ich steche ihm damit die Augen aus oder so. Nein, aber es sind richtig schöne Ohrringe zum Weggehen. Sehr, 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 sehr edel. Dankeschön. Ich freue mich darüber. Zu der Nummer 14 hat sie geschrieben: Ich fand sie süß. Okay, was fandest du denn süß? Es fühlt sich an wie eine Pinzette. Das ist eine Pinzette und eine Nagelfeile. Und zwar ist die. Die Pinzette ist ja wirklich süß. Guck mal, das ist so eine Frau, so ein Mädchen. Mag ich gerne leider. Und von hinten nochmal, ne? Das ist wirklich geil. Und hier die Nagelfeile. Sowas finde ich witzig. Und von hinten dann rote Haare. Ich finde die ja geil. Ja, so eine Nagelfeile aus Metall kann ich leider nicht verwenden, dann gehen die Nägel kaputt. Aber die Pinzette auf jeden Fall. Richtig, richtig cool. Cool. Das war die Nummer 14. Die Nummer 15. Und da hat sie geschrieben: Wer braucht sowas nicht? Es sind garantiert Wattepads. Garantiert. Von der Größe her, von der, vom Gewicht her. Das sind doch Wattepads. Es sind Wattepads. Das stimmt, das braucht man wirklich. Geil. Dankeschön. Ich brauche nämlich welche. Sie hatte mir letztens auch mal geschrieben, irgendwie. Hast du noch irgendwie Wattepads? Da habe ich auch geschrieben: Nee, gerade nicht. Gut aufgepasst. Zu der Nummer 16 hat sie einfach nur geschrieben: Yam Yam. Valparaiso, das habe ich noch nie ausprobiert. Physalis Mango, Fruchtfüllung auf Apfelbasis. Okay. Riecht schon mal interessant. Ich mag Schokolade. Hochkern aus pürierten Früchten. Aber ich mag das nicht. Ne. Ich mag nicht so gerne Schokolade mit Früchten. Und das kann sie ja nicht wissen. Das ist okay, aber ich mag das leider nicht. Ich mag lieber so Schokolade mit Nüssen drin oder keine Ahnung, aber mit Frucht mag ich das leider nicht so gerne. Nummer 17, da hat sie geschrieben: Ich habe auch eins. Alverde Naturkosmetik Color and Care Mix Your Make-up. Was ist das? Kenne ich nicht. Pigmente zum Nachdunkeln für die individuelle Anpassung des Make-ups, je nach Farbintensitätswunsch. Die Pigmente mit dem Make-up oder einer getönten Tagescreme mischen für ein makelloses Farbergebnis. Gut, ich habe selten Make-ups, die mir viel zu hell sind, weil ich so hell bin. Aber ich kann das wirklich mal ausprobieren. Oh ja, ja gut, das ist dann halt sehr, sehr dunkel, ne? Und das mischt man dann mit dem Make-up? Und wo mische ich das? Mische ich das auf der Hand? Oh krass. Gut, wenn ich nur das nehmen würde, wäre es ein bisschen dunkel. Aber krass. Wahnsinn. Die Nummer 18. Da hat sie zugeschrieben: Im Sale gewesen.
H&M steht hier drauf. Das ist ein Lidschatten, glaube ich. Das dürfte so ziemlich meine Augenfarbe sein, so ein schönes grünbraun. Ja, das ist so ziemlich meine Augenfarbe. Cool. Mag ich leiden. Dankeschön. Ich habe zwar nicht so gerne Monolidschatten, aber der wird bei mir einziehen, weil ich die Farbe so cool finde. Die kann ich mir sehr gut vorstellen, hier unter dem Auge, um das Auge halt nochmal optisch zu öffnen. Richtig, richtig cool. Dankeschön. Zu der Nummer 19 hat sie geschrieben, vielleicht für ein Video. Was ist das? Hier haben wir auf jeden Fall wieder Glitzerzeugs drin. Und drin haben wir ein Silikongel-Pad von Ebelin. Habe ich noch nie ausprobiert. Werde ich ausprobieren. Die Nummer 20 mit der Frage, ist das deine Farbe? Also das Geschenkpapier ist auf jeden Fall meine Farbe. Das mag ich nach wie vor sehr, sehr gerne. Oh, sehr schön. Von Sephora ein Lipgloss. Ja, die Farbe mag ich sehr, sehr gerne leiden, liebe Nasti. Finde ich echt schön. Ich guck mal, wie macht man den auf? Okay. Das hat hier so ein Rausdrückvieh. Ich habe keine Ahnung, wie man solche Öffnungen nennt. Ein Rausdrückvieh. Ist für mich jetzt ein Rausdrückvieh. Und das ist eine schöne, schöne Farbe. Dezent. Kann man auch so im Alltag tragen. Das mag ich. Und der riecht gut. Der riecht richtig peachig. Peachig süß. Gefällt mir. Jetzt habe ich ein bisschen was an der Nasenspitze. Cool. Und von Sephora habe ich, glaube ich, noch gar nichts. Schön. Dankeschön. Achso, das ist die Farbe 03 Shimmering Coral. Könnte passen, ne? Die Nummer 21. Und dazu hat sie geschrieben, bin auch am Testen. Und hier ist drin von Got2Be der Größenwahn. Das ist so ein Ansatzspray, was irgendwie Volumen machen soll. Bin ich mal gespannt. Volumen kann nie schaden. Finde ich immer super. Und dann werde ich das mal austesten. Hi, cool, dankeschön. Hier haben wir die Nummer 22 und dazu hat sie geschrieben, noch nie getestet, vielleicht für Silvester oder ein Video. Ich mag tatsächlich nicht so gerne künstliche Wimpern. Die hier habe ich aber tatsächlich schon getestet. Das sind die Fancy Lashes von Essence. Die habe ich damals für Karneval getestet, oder nicht getestet, benutzt. Als ich zum Beispiel als Zebra gegangen bin, da sind wir von den Mädels Karneval als Zebraherde gegangen. Und da hatte ich die drauf. Das ist natürlich ultra, weil das sind richtig krass lange, dichte Megateile. Das ist für mich jetzt nichts, was ich jetzt so zum Rausgehen tragen würde. Aber ja, ne? Ich feiere Karneval und da kann ich die gut gebrauchen. Dankeschön. Die Nummer 23 und dazu hat sie geschrieben, Mischmasch. Und zwar von Goldwell hat sie mir hier was reingepackt. Hair and Body Shampoo. Ist das so braun? Das sieht so männlich aus. So sieht es auf jeden Fall noch verschlossen aus. Da sieht man nicht viel. Siehste, das ist nämlich für Männer. Da freut sich mein Freund wieder. Von Goldwell, Men Hair and Body. Das riecht nämlich schon so männlich daraus. Oh. Oh ja, das mag ich. Das ist ein sehr, sehr guter männlicher Duft. Das rieche ich gerne an ihm. Und hier haben wir Matte Cream Paste, mattierende Cremepaste. Ach, guck mal. Ist das für die Haare? Dann brauchen wir das nicht. Für matte Styles. Mit absoluter Kontrolle. Ja, das wird auf jeden Fall weiter wandern, denn mein Freund hat 5 mm lange Haare. Da brauche ich kein Haarstyling. Ja, aber coole Sachen, das wird er auf jeden Fall benutzen. Cool, cool. Dann ist hier noch mit in dem Paket. Das kann ich definitiv sehr gut gebrauchen. Hundekotbeutel. Ja, ich habe einen Hund. Dann sind das hier Frischhaltehauben. Von Profissimo, das habe ich ja noch nie gesehen. Wie cool ist das denn? Ich habe für diese Gurkenviecher, wenn die aufgeschnitten waren, immer Alufolie genommen und die da drum zugewickelt. Aber wenn man das hier verwenden kann, das ist ja ultra cool. Oder hier, guck mal, für die Zitrone. Das habe ich noch nie gesehen. Mega cool, dankeschön, das ist praktisch. Dann haben wir... Ja, wirklich ein Mischmasch. Sehr, sehr praktisch. Ein Spül- und Küchentuch, beziehungsweise zwei Stück von Rossmann. Welcome to Tropical Paradise. Und dann hier noch für unseren lieben Sammy Natural Taste. Geflügel. Ein bisschen Yum Yum. Yum 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 Yum. Da wird er sich drüber freuen. Gehen wir über zu dem Mischmasch in der Nummer 24. Die ist ja richtig krass groß, ne?
Von Aiko eine Föhnlotion Volumen. Kann ich sehr gut gebrauchen, werde ich auch sehr gut gebrauchen. Dankeschön, das ist praktisch. Dann habe ich hier zwei süße Haarklammern. Und dann von Hansaplast, Be Happy. Ja, ich verletze mich Gott sei Dank relativ selten, sodass ich nicht so oft Pflaster brauche. Aber wenn ich sie brauche, dann habe ich gerne solche Pflaster. Dankeschön. Dann dieses coole Teil finde ich auch richtig, richtig cool. Ich habe die in, das ist Metall und ich habe mir die mal irgendwann von Amazon bestellt und die waren in einem so scheiß schlechtem Plastik. Also über das hier freue ich mich wirklich sehr. Dankeschön. Und dann, was ist das? Es ist ein Schal. Es ist einfach ein Schal. Schick. Ich finde den echt cool. Der fühlt sich auch schön warm an. Dankeschön. Ich habe zwar keine Ahnung, wie ich sowas waschen kann, aber den finde ich geil. So, ihr Lieben, das war jetzt der komplette Adventskalender von der lieben Nasti. Leider ist alles schon weg. Nasti, es hat mir mega viel Spaß gemacht, den auszupacken. Vielen, vielen Dank. Gerne nächstes Jahr wieder, da hätte ich richtig Bock drauf. Ja, so. Kommen wir jetzt einfach mal zur Verlosung. Ich zeige euch einfach mal, was ihr bei mir auf dem Kanal gewinnen könnt, sprich unter diesem Video. Genau. Und sage danach, was ihr dafür tun müsst. Das hier ist tatsächlich ein sehr, sehr buntes Allerlei. Und zwar habe ich hier einen Nagellack von Catrice, den ich euch mit reinpacke. Ein kunterbuntes Pinselset. Von Catrice einen Lippenstift in der Farbe Plum Fiction 420. Das ist so eine Farbe. Von Revolution bzw. Make-up Revolution London ein Liquid Highlighter Unicorn Elixier. Von Sally Hansen ein Insta-Dry Topcoat und dazu auch noch ein Nagellack obendran. Dann eine Parfümprobe von Ariana Grande. Von Catrice ein Light and Shadow Contouring Blush in der Farbe 030 Rose Propose. Von Make-up Revolution London ein Eye Primer. Von Catrice ein Lidschatten in der Farbe 030 Diné en Blanc. Von Bilou ein schäumendes Badesalz in dieser orangenen Richtung, Orange Lemonade. Von Catrice eine Camouflage Cream Anti-Shadow. Dann nochmal von Catrice ein Retouch Brightening Concealer, 18 Stunden Feuchtigkeit. Und das Größte kommt zum Schluss von Pretty and Fresh Korean Skincare Rituals Love and Care Pack. Ein Herz. Und da hast du verschiedene Masken drin. Das ist für das Gesicht, für die T-Zone, für die Augen, für den Mund und für die Finger. Jo, diese ganzen Sachen. In diesem kleinen Päckchen kannst du gewinnen. Was musst du dafür tun? Das ist ganz einfach. Gib diesem Video einfach einen Daumen nach oben und abonniere den Kanal von der lieben Nasti, also Nastis Beauty Zone, und meinen Kanal. Also ihr müsst beide Kanäle abonnieren, um an der Verlosung teilnehmen zu können. Die Verlosung geht exakt 2 Wochen. Das heißt, die Verlosung geht bis zum 15.12. um 23.59 Uhr. Ja, und schreib mir einfach einen lieben Kommentar in die Kommentare, wo du halt reinschreibst, dass du gerne teilnehmen möchtest an der Verlosung. So, ihr Lieben, das war's mit dem Video. Dann würde ich sagen, wenn es euch gefallen hat, lasst mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Nehmt mega gerne an der Verlosung teil. Schaut dafür einfach gerne mal bei der Nasti vorbei und lasst ihr ganz viel Liebe von mir da. Wenn ihr von Nasti kommt übrigens, hallo! Schön, dass ihr hier seid. Dann würde ich einfach sagen, ich wünsche dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir einfach gut gehen, fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir hier das Video von der Nasti, hier meine Adventskalender-Playlist, hier verlinke ich dir den Kanal von Nasti und hier kannst du mich abonnieren, wenn du möchtest. Hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!